So, ich hoffe, man hört nicht so viele Hintergrundgeräusche aus der Küche, wenn ich da rummache. Hi Maya, schön, dass du da bist. So. Echt jetzt? Hört man das echt, was ich da mache? Fantastisch, so will man das. Glaube, das kann man einstellen, aber ich habe Angst, dass ich mich danach dann wieder Schaumscheiße anhöre. Aber damit muss ich mich noch mal ein anderes Mal befassen. What the fuck? Oh Mann. Naja. Dann ist es halt so. Ja, wie gesagt, ich glaube, das kann man. Das kann man einstellen. Ja, klar, kann ich auch muten. Entweder am Knopf. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es wirklich so weit geht. Krass, dann werde ich das gleich mal muten dann. Naja, andere Seite müssen wir. Ich würde mich gar nicht trauen, mit dir rumzulaufen. Also so rumzulaufen, wie du rumläufst. Ich meine, das ist ja jedem selbst überlassen, aber trotzdem. Been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. You're... Oh, you'll never change. I know that. Unsere Klamotten sehen auch echt scheiße aus, ne? So mitgerinnen irgendwie. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Da blinken Missionen, um uns zu sagen, ey, macht ihr als nächstes oder zu sagen, ey, die sind neu. Maika. Xavier, Xavier, wie auch immer man das ausspricht. Hosea again.
Ah, das war das, was ich machen wollte, wegen den Hehler-Sachen. Ja, dann reiten wir da als nächstes hin, würde ich sagen. Zu dieser dubiosen Ranch. Ja, würde ich machen. Kirche. Wo haben wir unser Pferd geparkt? Ach, da. Hallo. Du bist ja schon wieder dreckig. Der Sattel auch. Voll die Staubwolke. Schön. Hallo. Ich habe vor allem eben, also ich habe ja jetzt eine halbe Pizza hinten auf dem Teller liegen. Und die andere halbe Pizza ist bei meinem Freund nebenan, also bei Smoker. Aber ich habe den Teller noch nicht mitgenommen, weil ja noch die andere halbe Pizza drauf kommt. Und habe mir einfach diese halbe Pizza so klein geschnitten mit der Schere, damit ich die nachher einfach mit der Gabel nebenbei essen kann. Ja, das sind die Lifehacks, die man so braucht, während man zockt irgendwie. Ja. Safe werden die Pizzen auch kalt. Aber naja. Auch tolle Pferdchen. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die steckt echt fest, ne? Drauf latschen. My legs all numb. Please hurry. Well, aren't you going to help? See what I can do. Mal eben so ein Pferd anheben, easy. Yes, just lift as hard as you can. Oh, thank you. Nice. Ja, guten Meier. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh, you poor, dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? Well. Das wäre jetzt schon die zweite thank Frau, die wir nach Hause bringen, ne? You need a ride home, ma'am? Ach, bitte sag nicht irgendwo anders. Oh, yes, Mister, please. Thank you. Die sagen halt aber auch nie, wo sie hin müssen. Valentine? Nein! There. Ich bin einfach zu nett. Oh nein! Da sind wir gerade losgeritten, ey. Das ist ja nicht euer Ernst. Gut, weil wir nett sind. Warte. Ja, doch, ist richtig. Ja, bring die Frau nach Valentine. Ich habe schon verstanden. Das ist ja nicht wahr. Ja. Wenn ich Kilometergeld kriegen würde, ne? Ach, naja. I don't normally travel this far alone, you know. Das wird der Stream, bei dem wir einfach irgendwelche Hausfrauen nach Hause fahren, Hose laufen lassen, reiten, begleiten. See, my husband. Well, it's just me and my boy Crazy. now, and it's hard to find work. I'm sure it is. A good opportunity.
what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Okay, jetzt müde ich mich wirklich. Ich muss die andere Plätze aus dem Ofen holen. Okay, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr aufzustehen. Jetzt bleibe ich auch hier. Und werde weiter im Kreis reiten, damit wir nicht mehr am Ziel ankommen. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem odd. Just be careful is all I'm saying. I may not have another opportunity like this. Now I'll have to pay Mildred back for her horse. It sure sounds like you're in a hard position. Yeah. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while. Ach, Pferd. Ach, so unnötig. Just a little further. Unnötig kompliziert. Ja, danke, Dini. Schön. Hier sind wir vorhin gestartet. Gerne, darauf schiebe ich mir ein Stück Pizza in den Mund. Jetzt habe ich zwei halbe verschiedene Pizzen auf dem Teller. Das finde ich gut. So. Oh, Junge, wo kommt die Kutsche her? Pferd. Was wird das, wenn es fertig ist? Oh mein Gott, es sollte sich nur drehen und dann stehen bleiben. Und es macht irgendwie komische Dinge. Das eine ist Salami-Mozzarella. Also Salami, so ein bisschen Mozzarella drauf und Tomaten. Und das andere ist Thunfisch. Aber ich esse eigentlich fast alles. Das ist, ich bin da sehr unkompliziert, was es angeht. Okay, wir sind wieder bei der Emerald Ranch. Mal gucken. Ist das hier dieses creepy Haus, was sie meinte? Jetzt sind gerade alle Lichter ausgegangen, wollt ihr mich natzen? Was passiert, wenn ich da hingehe? Calm down. Wait, what are you doing here? Ich kann ihn ausrauben. You don't like visitors, huh? Good, come on. What? Was ist mit ihm? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? What the hell? Ich habe ja nur Hallo gesagt, gefühlt. Kann ich da gleich einfach rein? Ja, jetzt plündere ich ihn auch, ne? Der Hund hat Gott sei Dank nichts mitgekriegt, der schläft. Aber hier kann man halt auch irgendwie nicht rein, ne? Ist einfach zugestellt. Warum denn? Das sind so die Sachen im Leben, die man sich fragt, ne? Hier ist eine Tür. Die auch nicht aufgeht. Wofür habe ich den denn jetzt kaputt gemacht? Für nichts? Toll. Na, der Hund freut sich, ne? Sein Herrchen war halt ein Arschloch und der Hund freut sich. Oh, so ein schöner. Oh Gott, was ist mit seiner Schnauze gewesen gerade? Habt ihr das gesehen? Den müssen wir nochmal machen. Aber ich will den Hund streicheln.
Hundi. Oh, Katzi auch. Hey there, Kitty. Oh mein Gott, diese Augen. Was ist denn hier los? Okay, ich habe mir das Gefühl, ich sollte hier weg. Das ist mir dann doch ein bisschen zu creepy. Verdammte Axt. Ach guck mal, jetzt ist da oben wieder Licht an. Wir sind Stalker. Gucken wir jetzt mal kurz hier durch und gucken, ob da sich was tut. Aber es sieht nicht so aus. Ich will mal eben ein Stück Pizza noch in den Rachen schieben. Ja, richtig dämonisch, die Katzenaugen, oder? Na gut. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? So, auf zu Hause, ja. Hallo. This is Seamus. He's our new partner. I ain't no such thing. Prospective new partner, if he likes us. Liking ain't the problem. Trusting is, as I said. Keep your voices down. I don't want my boss hearing. This is a sideline. Of course. Look at us. Honest as the day is long. Exactly. I'll tell you what. Let us prove ourselves. Prove ourselves? To this clown? What you talking about? Good day, Hosea. Good luck with your business dealings. Listen. He's rough and ready and quick with his tongue, but I swear you can trust him and trust me. I'm an old man. You're not old, Seamus. I'm old enough. And you know why I ain't dead? You don't trust idiots. Exactly. We're not idiots. Let us prove it to you. Okay. I'll tell you what. Arthur. Old Bob Crawford and his boys just bought a beautiful stolen stagecoach from upstate. It's in their barn. Now you go get that. And then we can work together. Who's old Bob Crawford? An acquaintance of mine. So you want us to take out your competition? Well, he's not just an acquaintance, but a cousin. By marriage. I also want to see if you boys got what it takes. Now, you survive that. Where is he? Well, he's in a farmhouse just northwest of here called Carmody Dell. It's just up the train tracks as you're heading up towards Fort Wallace. There's also some money in that house, but that's your business, not mine. But don't kill nobody. Folks know we ain't intimate no more, and they'll know it was me. But you're fine with us robbing your cousin. By marriage. And yes, I'd love it. You heard the man. Let's go rob his cousin. By marriage. Hat Jose ein neues Pferd? Really? Really? Lead the way. He said the place is just northwest of here. Me? You're the one who's been out gallivanting around here. That's what you call it. Well, clearly you've recovered from your... Mit den meisten Sachen rechne ich auch einfach irgendwie nicht, ne? Wo ich das Spiel schon jetzt fast 400 Stunden gespielt habe. Could have played that better, couldn't you? Thought you wanted me here to show some strong arm. That's usually how it goes. Yes, but you know how this works. Come on, Hosea. That feller's a joke. And that's why he's perfect. He won't cause us any problems. Hold up a second. Can we just ride together? So, I was saying... Wildpferde, und sie sehen alle gleich aus. Was ist denn hier los? Das ist aber nicht richtig, oder? Die sehen sonst immer so bunt aus. Sie sind alle in der gleichen Farbe. Steal a stagecoach from Seamus's old crooked cousin by marriage. We should hang up our hats now. So what's the story with that Emerald Ranch? You find out anything else? A little. Owner's a nasty type by all accounts. Seamus is sure scared of him. That's not saying much. Something strange about the place. Used to be a... Hey, let's keep it down now. We must be close. Nein, ich wollte hören, was er sagt. Ich bin extra langsamer geritten und dann waren wir doch schon da. Verdammt, er wollte gerade von dem Saloon anfangen. Nee, du ahnst es nicht. Jetzt werden wir es wohl nie erfahren. Verdammt.
Let's see what. Warte, habe ich alles dabei, was ich brauche? Man weiß ja nie, was man braucht, deshalb habe ich alles mit. Okay. Come on. Super. Das kann ich wieder einhändig machen. There's the house. I see the barn in the back. Stagecoach has to be in there. Okay, let's take a quick look at the place. Ja, das kann ich nicht einhändig machen. Anyone? Nope. Okay. I reckon we could do it now. Sneak in, I'll get the coach. You can try the house. Or wait until morning when I'll head over, distract them by putting on a little show. While you sneak into the house, find what you can, and then get the stagecoach. What do you think? Ja, wir machen das jetzt bei Nacht. Let's do it now. I reckon we're ready. Let's go. Maybe take a peek through the windows before you go in. Quasi ein Tutorial, wie man einbricht. In der Hauptstory, das finde ich nice. Voila, sorry. Dann gehen wir mal langsam rein, ne? Erst sanft und dann so bäm. Okay. Hoppala. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Geldscheinklammer und eine Perlenkette. Das ist sehr, sehr gut. Hier steht Alkohol rum. Habe ich noch. Hier ist nichts. Da liegt ein Zigarettenkärtchen rum. Das nehmen wir natürlich auch mit. Für diesen besessenen Typen da. Mit den Karten. Hier kann man nichts mitnehmen. Der Ofen ist an. Kann man hier auch noch rein? Ja, moin, ne? Hoppala. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. So. Geld. Ring. Supi. Da unten liegt die Bibel oder sowas. Brauchen wir nicht. Klamöttchen brauchen wir auch nicht. Da liegt eine goldene Taschenuhr. Jetzt wird hier ordentlich geplündert. Hier ist ein Medizinschrank noch. Gut, dann haben wir es hier zumindest. Nehmen wir mit, eine Möhre nehmen wir mit. Kann ich die Schränke aufmachen? Gerade nicht. Finde Hosea, es wird hell, ne? Das ist schlecht, das ist schlecht. Hier ist noch ein Kamin. Sehr gut. Ich will jetzt nicht einfach abhauen.
Ja, das hat sich gelohnt, das hat sich gelohnt. Aber ich bin gerade sehr angespannt, weil es draußen schon hell wird. Aber der steht da auch schon mit der Kutsche, also alles easy. Ciao, ihr Narren. Get on, dear boy. Schön. Wir haben eine Kutsche geklaut plus ziemlich viele Wertgegenstände in diesem Haus. Das war sehr, sehr gut, die wir dann auch nachher direkt verkaufen können. Herrliche Arbeit. Found some money stashed away. Must be a few hundred, not too bad. Not bad at all. Ich hoffe, ich muss nicht so viel davon abdrücken. No doubt. I won't forget that in a hurry. I'm looking forward to your retelling of that one around the campfire. It wasn't the first time Mr. Matthews had stared death in the eye. And as usual, he did not flinch. Kann ich auch querfeldein mit dem mit dem Ding hier? Sollte ja nicht so schwer sein. Muss ich nicht so einen Bogen laufen? Doch, ist doch schon hier. Geil. Geht doch. Hier ist das Maultier wieder. Hallo, Seamus. We met your cousins. How was it? Fine. Nice people. Nice people. That thing in here. Quickly. Nice work, Hosea. It was mostly Arthur. Like I said, coarse but competent. Here. Thank you. If you find any other coaches that need selling, I'll see what I can offer you for them. But discreet, you know. Of course. Goodbye, gentlemen. I'm heading back to camp, I think. You coming? Nee, ich will dich zurück. I'll catch up with you later. Okay, stay out of trouble. Bandenanteil 150, dann Anteil 75. Ich habe die ganze Arbeit gemacht. Wir sind ja frech, ne? So. Hier kann ich jetzt normalerweise Sachen machen. Aber ich kann bis zum Morgen warten, das ist ja toll. Machen wir, dann kann ich noch ein bisschen Pizza essen. Was ist das denn für eine creepige Figur? Das ist nicht euer Ernst, oder? Schade. Wäre auch zu schön gewesen wieder, ne? Da muss es ja kaum aufstehen für, wa? Für dein Toastbrot. Ja, nice. Was hast du drauf gemacht? Bis zum Morgen warten. Es ist morgen. Frischkäse und Wurst. Ja, nice. Excuse me, ich will doch nur Sachen verkaufen. Hauptsache, er muss erstmal ausschlafen. Ja, weiß ich auch nicht. Wann steht denn der auf? Der Typ da. Hier sind auch noch so verlorene Häuser. Hier würde ich gerne auch mal irgendwo einbrechen, wenn es geht. Kannst halt nicht in alle Häuser rein. Aber in manche. Okay, dann kommen wir einfach später nochmal vorbei. Oder mache ich mal im Off, keine Ahnung. Ja, hört sich gut an.
Ne? Also Butter statt Frischkäse habe ich auch schon öfter gemacht. Und dann Hähnchenbrustfilet oder irgendwas anderes drauf, worauf du Bock hast. Kannst ja auch noch schön irgendwie so ein bisschen Paprikagewürz mit drauf machen oder ein bisschen Pfeffer oder so. Das geht ja auch immer klar, finde ich. Was ich ja auch liebe, ist einfach nur ganz schlicht Frischkäse mit Gurkenscheiben, weil Gurkenscheiben einfach immer erfrischend sind. Es ist einfach so genial. Gurken können so viel ausmachen. So, was ich jetzt mache, ist einmal zum Stallreiten. Da waren wir nämlich noch nicht. Ich dachte, wir gucken uns mal an, welche Pferde da so drin stehen. Ja, gerne. So, wo ist denn hier vorne und wo ist hier hinten? Hier ist vorne. Hallo. Ich sag mal Hallo. Ich kann nur zielen, anstatt Hallo zu sagen. Mann, sind wir nett. Naja, okay. Gucken, wie viele Pferde ich jetzt sehe, die ich auch noch haben will. Jedes Mal ein Desaster. Ach, hier gibt's nur den Adenna. Ja, den will ich nicht. Der Adenna gefällt mir nämlich hier im Game nicht so gut. Ist aber reduziert. Aber trotzdem, nee. Schade. Nee, das ist schon gut so, würde ich sagen. Am Outfit würde ich jetzt auch noch nichts machen. Das ist einfach noch zu früh. Wir haben noch kein Geld dafür. Ja, gut. Dann gehen wir halt wieder. Mach mal bitte die Map auf. Ja, danke. So. Was machen wir? Wir müssen ziemlich weit reiten für die nächsten Missionen. Wir wollen Sean retten. Hello. Schön, dass du da bist. Das sieht auch so einsam und verlassen aus. Das kann man vielleicht auch so ausrauben irgendwann. Na, mal schauen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich weiß gar nicht. Ja, wir müssen da hinten rum. Das habe ich mir nämlich gedacht. Oh. Naja, gut. Das heute, was wir heute machen, ist kein Red Dead Redemption in dem herkömmlichen Sinne, sondern wir laufen einfach nur von A nach B, ohne Ende. Und sammeln Frauen auf, die uns wieder in die andere Richtung laufen lassen. Das ist unser Lebensmotto. Also wenn jetzt jemand mich unterwegs anspricht, die quatsche ich nicht an. Nachher muss ich wieder wirklich den ganzen Weg zurücklaufen. Das mache ich nicht. So, wir müssen noch was essen. Habe ich kein Fleisch mehr? Ich habe kein Fleisch. Dann trinken wir halt ein bisschen. Herzensangelegenheiten. Naja. Ach, hat er jetzt nicht genommen, weil er noch dran war. So. Let's do this. Jetzt habe ich wieder Zeit zum Quatschen. Oh man. Oh, oh, oh mein Gott, ich habe sie einfach gar nicht gesehen. Ich sollte mal die Kamera anders einstellen. Da hat es gleich wieder Stress gegeben, sag ich euch. Ja, schau mal, Anna, guck. Was ist das denn? Ich will da rein. Kann ich da rein? Okay. Ach, na gut. Eine alte Mühle, war. Koyoten. Haben wir ein
Eine legendäre Spur. Möchte ich jetzt aber gar nicht machen. Das werde ich irgendwann mal, weiß ich auch nicht, ganz zwischendurch machen, wenn man irgendwie ein paar legendäre Tiere so in einer Folge fangen könnte. Dafür muss ich erstmal alles rausfinden. Liegt hier vielleicht irgendwo so eine Karte rum oder so? Das wäre ja super. Oder kommen wir da drüber? Oh, oh mein Gott. Baldrianwurzel. Alles klar. Ich kann da nicht richtig reingucken. Aber es hört sich halt an, als wäre da jemand drin, ne? Ob ich das bin mit meinen Beinen? Also mit meinen Füßen, meine ich? Aber das hätte natürlich auch geklappt. Naja. Gut, dann, das war sehr interessant. Nicht? Wir müssen trotzdem einfach mal ein bisschen durch die Gegend gucken. Das macht nämlich echt Spaß, Sachen zu entdecken, von denen du das nicht erwartet hättest. Ganz genau. Was ist hier? Halt, stopp. Ein Fragezeichen. Warte, ich muss mal kurz in den Fotomodus gehen. Ich glaube, das sieht cool aus. Nee, sieht verstörend aus. Das Pferd guckt immer so bescheuert. Ja, gehen wir mal kurz hier rein, ne? Looky, looky. Hallo. Darauf erstmal ein Stück Pizza. Quite a day, isn't it? Sure. What a country. I'm working on a project. Photography. Yeah, I guess that bit. Of course. Wildlife. That's my thing. Or that's what I want to be my thing. If I have to take another picture of a grumpy housefrau or pompous middle-class burger, I will feed myself to the lions. Stand here. Here? Just there. Albert Mason. Arthur Morgan. Pleasure. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes, not the easiest. But, well, I love a challenge. The trick is to leave a big load of meat and relax and pray you don't mistake me for lunch. Oh, good heavens. My bag, that thing is robbing me. Oh, good heavens. Don't worry. That thing is a coyote. Sneaky one, too. Wild. Darf ich fragen, wo er hingelaufen ist? Okay. So schnell wird man also zum Model. Und spricht einfach die Leute im Wald an. Gar nicht creepy. Da ist er doch. Nein, Coyote. Mach nicht diese Dinge. Was für ein Frechdachs. So trainiert man übrigens seine Ausdauer. Kyle, don't think about coming back. Nice. Feini. Feini, feini. Wir laufen zurück mit der Tasche im Gepäck. Ach, süß, echt. Oh mein Gott, hat er nicht gemacht, nee. Ach. Hast du gut gemacht, ja. Das ist auch ein interessanter Ort. Da muss ich mir auch mal mehr eben markieren hier. So. Er sah schon gut aus, oder? Ich fand, das sah gut aus. Unser Topfmodel hier. Der läuft auch so witzig, ne? Okay. Well, well.
bag. Oh, thank you. Thank you, sir. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I'm can't thank you enough. I'm thank you. Don't worry about it. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. And thank you very much once again.